So, wir hatten den Airbus A300, wir hatten die 707 und wir hatten den A310. Heute geht es auf Boeing-Seite weiter und ich denke mal, dass wir uns heute um ein Lieblingsflugzeug von vielen von euch kümmern. Und zwar geht es heute um die 727, ein wahres Arbeitspferd, was Boeing gebaut hat. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und kommt nach der Boeing 707 nicht eigentlich erstmal die 717? Tatsächlich nicht. Es gibt zwar eine Boeing 717, aber jetzt in dieser Reihenfolge macht es Sinn, erst einmal mit der Boeing 727 weiterzumachen. Denn die Boeing 717 wurde tatsächlich erst im Jahre 1999 in Dienst gestellt. Die 727 gibt es schon seit 1964 bei den Fluggesellschaften. Diese für uns jetzt vielleicht als etwas ungewöhnlich erscheinende Namensgebung hat aber einen ganz bestimmten Grund. Ihr erinnert euch bestimmt noch an das Video zur Boeing 707. Da ging es unter anderem auch um die Idee eines neuen Tank- und Transportflugzeuges für die US Air Force. Das hat man damals unter dem Namen KC-135 gebaut. Das ist auch für uns jetzt als KC-135 bekannt und auch heute noch als solches unterwegs. Ist ja eigentlich nur eine Version der 707, könnte man denken. Das Ding trug ab der Erstauslieferung 1956 aber ganz offiziell, zumindest bei Boeing, den Namen oder die Modellnummer Boeing 717. Da es durchaus einige wirklich signifikante Unterschiede zwischen der 717, also dieser KC-135, und der eigentlichen 707, die ihren Erstflug erst 1957 hatte, gibt. Von dieser militärischen Variante, sprich der Boeing 717-KC-135, wurden übrigens in den ganzen Jahren deutlich über 800 Stück gebaut. Von denen sind auch heute noch einige unterwegs. Als man dann Anfang der 1960er Jahre bei Boeing ein neues Verkehrsflugzeug entwickeln wollte, war also die Modellbezeichnung 717 schon längst vergeben. Und wenn man es ganz eng sehen möchte, war sogar die 717 vor der eigentlichen 707 in der Luft. Ja, wieder was gelernt. Aber jetzt geht's weiter mit der Boeing 727. Nur mal ganz kurz zur zeitlichen Einordnung. Es dauerte keine 6 Jahre nach dem Erstflug der Boeing 707, bis es dann auch die Boeing 727 in der Luft gab. Also 1963 war der Erstflug der Boeing 727. Und Amerika befand sich zu dieser Zeit im aufblühenden Jet-Zeitalter. Und als große amerikanische Fluggesellschaft hatte man damals natürlich eine Boeing 707 in der Flotte. Aber die Airlines wollten mehr von Boeing haben, denn die 707 konnte natürlich nun mal nicht alles. Ein Flugzeug für etwas kürzere Strecken, auf denen etwas weniger Passagiere unterwegs sind, aber mit viel Leistung, damit es auch auf kurzen Start- und Landebahnen bzw. auch auf hochgelegenen Start- und Landebahnen eingesetzt werden kann, gab es zu dieser Zeit in der Form noch nicht. Die Boeing 707 hatte bereits als Jet die Langstreckenluftfahrt, das Langstreckenfliegen revolutioniert. Einen so großen Schritt in die Richtung Jet-Zeitalter gab es auf der Kurz- und Mittelstrecke allerdings noch nicht. Außer vielleicht die Caravelle. Dieses Flugzeug war bereits ab 1955 in der Luft, verfolgte damals auch schon die Technik mit der sauberen Tragfläche und den Triebwerken hinten am Heck. Allerdings waren die Leistungswerte nicht annähernd so vielversprechend wie das, was Boeing mit der 727 schaffen wollte. Also das Flugzeug war nicht annähernd so schnell, konnte nicht annähernd so weit fliegen und war natürlich auch viel kleiner als die geplante 727. Im Jahre 1958 begann man dann bei Boeing endgültig ganz offiziell mit der Entwicklung der Boeing 727. Das Ganze natürlich in Absprache mit den großen amerikanischen Fluggesellschaften zu dieser Zeit, um natürlich dann die Forderungen der potenziellen Kundschaft erfüllen zu können. Und American, United Airlines und Eastern Airlines hatten ganz genaue Vorstellungen von einem für sie am besten geeigneten Flugzeug. Ein bisschen doof ist natürlich, wenn es nicht die gleichen Vorstellungen sind. Also musste man einen Kompromiss finden und einigte sich dabei auf 3 Triebwerke und eine Passagierkapazität rund um 150 Leute. Das Ganze verbunden mit viel Leistung und der Eigenschaft, auch auf den kurzen Pisten des Landes einsetzbar zu sein und somit Strecken zu vielen Flughäfen zu ermöglichen, die sonst von der 707 nicht bedient werden können. Und die Frage mit den 3 Triebwerken können wir auch gleich mal beantworten. Das Flugzeug sollte erstens sehr effizient werden, deswegen konnten es keine 4 Triebwerke werden. Nur 2 gingen aber auch nicht, da damalige Flugzeuge mit nur 2 Triebwerken nur etwa 60 Minuten von einem Ausweichflughafen entfernt sein durften, da Triebwerksausfälle zu dieser Zeit ja quasi noch zur Tagesordnung gehörten. Fast zumindest. Also konnten quasi nur 3 Triebwerke einen guten Kompromiss darstellen. Heute ist das natürlich ein bisschen anders. 2-strahlige Flugzeuge sind, wie mittlerweile bekannt ist, doch auf einigen Langstrecken unterwegs. Es sind deutlich mehr 2-strahlige Flugzeuge auf der Langstrecke unterwegs als 4-strahlige Flugzeuge. Und kleiner Nerdfakt für zwischendurch, ich glaube, der Airbus A350 ist das einzige Flugzeug, das gerade ein ETOPS 370 Rating hält.
Also es hat niemand was dagegen, wenn dieses Flugzeug 6 Stunden und 10 Minuten quasi um den halben Erdball mit nur einem Triebwerk fliegt, um zum nächsten Ausweichflughafen zu kommen. Aber zurück zur Boeing 727. Anfang der 1960er Jahre wurde dann bekannt gegeben, dass Pratt & Whitney ganz neue Triebwerke für das Flugzeug liefern wird, und zwar ihre neuen JT8D-Triebwerke. Die waren damals noch ganz neu und das waren relativ kleine, aber für damalige Verhältnisse sehr leistungsstarke Turbofan-Triebwerke. Außerdem verbrachte man viel Zeit damit, für die Boeing 727 entsprechend aufwendige Klappensysteme zu entwickeln. Sei es jetzt vorne an der Tragflächenvorderseite oder für die Tragflächenhinterseite. Bei der 727 musste halt vieles installiert werden, was es so in dieser Form noch nicht unbedingt bei einem zivilen Verkehrsflugzeug gab, um halt eben das Versprechen mit den langsamen Flugeigenschaften und das mit den kurzen Start- und Landebahnen halten zu können. Dazu kamen dann noch einige weitere Details, über die man sich Gedanken machen musste, damit das Flugzeug eben an den etwas entlegeneren Flughäfen und an den etwas weniger gut ausgestatteten Flughäfen ohne Probleme abfertigbar ist. Das Flugzeug sollte über eine eigene Treppe verfügen. Diese wurde dann im Heck des Fliegers installiert. Das heißt, der Flieger brauchte nicht mal eine Treppe, die Passagiere konnten ganz einfach durch das Heck des Flugzeuges ein- und aussteigen. Und wenn wir gerade schon mal bei der Treppe der Boeing 727 sind, habt ihr in diesem Zusammenhang vielleicht schon mal was von dem Herrn D.B. Cooper gehört. Vielleicht sogar, als ihr die Serie Prison Break geguckt habt oder sowas. Da geht es um diesen D.B. Cooper bzw. um Dan Cooper, der im Jahre 1971 eine Boeing 727 entführt hat. Und er ließ das Flugzeug dann in Seattle landen, ließ sich dort, nachdem er die Passagiere rausgelassen hat, $200.000 geben und 4 Fallschirme für die Crew, die noch an Bord war. Das waren 3 Leute und halt eben für ihn. Und dann ließ er das Flugzeug in 10.000 Fuß über eine Gebirgskette etwas nördlich von Seattle fliegen und sprang dann tatsächlich über diese Treppe hinten an der Boeing 727 einfach aus dem Flugzeug raus. Das Ganze passierte abends, es war dunkel, es war schlechtes Wetter, also sowieso schon mal nicht der beste Zeitpunkt, um als vielleicht unerfahrener Fallschirmspringer hinten aus dem Verkehrsflugzeug in 3000 Metern Höhe rauszuspringen. Aber der hat es auf jeden Fall gemacht und man hat, Möglichkeit 1 wäre ja gewesen, er hat das Ganze nicht überlebt. Man hat aber auch nie seine Überreste gefunden. Möglichkeit 2 ist, er hat das Ganze überlebt. Aber wie dem auch sei, man hat ihn und das Geld nie finden können und bis heute ist das der einzige Fall von Piraterie in der Luftfahrt, den man nicht aufklären konnte. Tja, wieder was gelernt und damit zurück zu Boeing 727. Ebenfalls zur Eigenständigkeit an einem Flughafen gehörte zur Boeing 727 eine sogenannte Auxiliary Power Unit, eine APU, also das, was als Hilfstriebwerk bezeichnet wird und was heute natürlich absoluter Standard ist. Das hatte die Boeing 727 als erstes ziviles Verkehrsflugzeug auf der ganzen Welt. Und das schon mal ein gutes Argument. Ansonsten wurde viel Technik von der schon bewährten Boeing 707 und auch der erfolgreichen Kurzstreckenvariante Boeing 720 verwendet. Und das machte die Boeing 727 quasi von Anfang an zu einem bekannten, altbewährten und halt sehr gut funktionierenden Flugzeug. Die 727 war von Anfang an aber auch vor allem eins, und zwar extrem laut. Sie war es schon für damalige Verhältnisse und das, was wir heute vielleicht wieder ziemlich cool finden würden, so eine richtig schön schreiende Boeing 727, das war tatsächlich eines der größten Nachteile von diesem Flugzeug. Und es sorgte auch dafür, dass die Maschine, die 727, so spätestens um 2010 rum an vielen Flughäfen tatsächlich verbannt wurde und dort gar nicht mehr hinfliegen darf. Aber soweit sind wir noch nicht. Der Passagierbetrieb mit der Boeing 727 begann dann im Jahre 1964 mit der Boeing 727-100. Beziehungsweise damals hieß das Ding sogar nur 727. Es kam etwas später dann eine 727-200 und somit hieß die erste Version dann 727-100. Das Ganze begann 1964 bei Eastern Airlines. Und damals stellte sich dann relativ schnell heraus, dass das Flugzeug das, wofür es gebaut wurde, auch richtig gut kann. Und so wurden von der ersten Version der 727, von der 727-100, schon deutlich über 500 Exemplare gebaut, was da schon mal Rekord war. Und die 727 war auch tatsächlich jahrelang das Verkehrsflugzeug, von dem die höchsten Stückzahlen pro Jahr erstellt wurden. Und 3 Jahre nach der Indienststellung der Boeing 727-100 im Jahre 1964 kam dann die 200er Version 1967. Und dabei wurde der Rumpf um 6 Meter verlängert und somit hatte die 727 jetzt endlich die versprochene Passagierkapazität von über 150 Sitzplätzen erreicht, was das Flugzeug vielleicht auch für die ein oder andere Ferienfluggesellschaft interessant machte. Man konnte damit jetzt gut Leute in den Urlaub fliegen, und zwar einige Leute. Und die 727-200, vor allem in der Advanced-Variante, wie sie dann hieß, wurde das Rückgrat vieler Flotten, vieler Fluggesellschaften. Condor hatte die Dinger zum Beispiel auch als Arbeitspferd in ihrer Flotte in beiden Versionen, als 727-100 und 200.
In den darauffolgenden Jahren kam Boeing quasi mit der Produktion gar nicht hinterher. Neue Triebwerke sorgten für bessere Leistungswerte und vor allem für die Möglichkeit für ein höheres Abfluggewicht. So wurde das dann auf über 95 Tonnen erhöht, was ungefähr sogar ein bisschen mehr ist als ein Airbus A321 heutzutage. Und damit konnte die Boeing 727 zum Beispiel auch als Frachter zuverlässig eingesetzt werden, vor allem zuverlässig gewinnbringend eingesetzt werden. Über 900 dieser Advanced-Varianten der Boeing 727 wurden am Ende des Tages verkauft und 1832 Boeing 727 insgesamt verließen die Boeing-Werke in den vergangenen Jahren. Das ist eine ganze Menge. Man produzierte das Flugzeug bis 1984. Und es war auch tatsächlich, bis sie dann irgendwann 1990 von der Boeing 737 überholt wurde, das meistgebaute Passagierflugzeug mit Jetantrieb. Ein wahrer Erfolg für Boeing. Und jetzt zuletzt, Anfang des Jahres, waren noch knapp über 40 Maschinen des Typs Boeing 727 irgendwo auf der Welt im Einsatz. Alles umgerüstete Frachter, außer drei von ihnen. Das sind ja tatsächlich noch Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 727 und die sind natürlich, wie so ziemlich jedes alte Flugzeug, über das wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen gesprochen haben, die sind natürlich im Iran im Einsatz. Also ein Flugzeug, über das sich wirklich nicht viel Schlechtes sagen lässt. Aber die Zeiten ändern sich natürlich, das Flugzeug ist viel zu laut und effizienztechnisch kann das Ding natürlich mittlerweile auch schon lange nicht mehr mithalten, da gibt es viel Besseres. Ja, schön aussehen tut sie trotzdem, heute finde ich noch umso mehr. Dazu kommt, von Unfällen wurde das Flugzeug natürlich auch nicht verschont. Es gab 336 Unfälle mit einer Boeing 727, 118 davon endeten in einem Totalverlust. Über 4200 Menschen haben an Bord einer 727 ihr Leben gelassen. Und was vielleicht auch noch ganz interessant ist, es gibt tatsächlich wenig Verkehrsflugzeuge, die so oft entführt wurden wie die Boeing 727. Denn man hat das Ding ganze 178 Mal gekidnappt. Und das schon echt eine ganze Menge. Eine von denen hat man auch tatsächlich nie wiedergefunden, genauso wenig wie MH370. Mit dieser 727 sollte im Jahre 2003 in Luanda, in Angola, wo die zuletzt stand, ein Triebwerkstestlauf durchgeführt werden von zwei Mechanikern. Und die haben sich das Flugzeug dann aber geschnappt. Davon geht man aus. Man weiß es aber nicht genau, vielleicht war es auch irgendjemand anders. Aber auf jeden Fall hat man sich das Flugzeug genommen und schwupps, war man einfach weg, ist auf den Atlantik rausgeflogen. Und wo diese Maschine abgestürzt ist oder wo die damit gelandet sind, das weiß man auch bis heute nicht. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Und dann wünsche ich euch allen einen guten Start in die neue Woche. Ja, schaut gerne mal beim Aero News Germany Forum vorbei. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.